So, hallo und herzlich willkommen zu diesem StarCloud League New Star Tournament Playoffs in der Intermediate League GF zwischen Bone Doctors und den Warrior Bees. Es handelt sich hier um das Achtelfinale, von daher wird es interessant, Single Elimination. Und ja, wer verliert, der fliegt. Aber dafür ist es, glaube ich, ein Best of Three, soweit ich das sehe. Auf jeden Fall werden wir jetzt zwei Games sehen, die sehr interessant und sehr wichtig für beide Teams werden. Ich bin etwas erkältet, wie ihr hört, aber mein Hals ist weg, dementsprechend versuche ich es. Meine Nase ist zu, aber ich habe einen guten Mute-Button und ich fürchte mich nicht, ihn zu nutzen, um mir die Nase zu putzen. Gut. Auf in den Draft. Radiant Team back. Ein bisschen Viper-Ban von Warrior Bees. Okay. Ja, hätte ich jetzt nicht jetzt First-Ban-Priorität gesehen. Aber so langsam kann sich das ja auch mal shiften. Andererseits, wie letztens, wer hat es gesagt? PBD? Viper's useless. Because she does nothing except right-click. Well. Auf jeden Fall sehr ekliges Poison. Und daher kann ich das auf jeden Fall verstehen und nicht verübeln. Okay. Nächster Bahn. Brewmaster und Razor. Razor ist schon interessanter, Brewmaster sowieso. Das sind so die First Bands und ich warte noch Doom und Lycan. Okay, Lycan wird hier gebannt von den Bone Doctors. So ein komplett Push will man da auch nicht durchgehen lassen, besonders wenn der Gegner den First Pick hat. Scareth Mage, Void und Doom sind hier auf jeden Fall sehr gerne gepickt. Und der Doom wird von Warrior Beasts gepickt. Definitiv einen der besseren Offlaner. Wobei Tidehunter und Void auch nicht schlecht auf der Offlane es machen. Aber Doom ist es sehr schwer, ihn so weit rauszuhalten, dass er weder XP noch Devour ständig online halten kann. Dementsprechend hier sehr hohe Priorität für die Warrior Bees. Und Pugner von den Bone Doctors. Ja, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Bone Doctors scheinen wieder ihren üblichen Pocket Stretch Strategie zu gehen, die tatsächlich sehr oft funktioniert hat. Und in den paar Mals, wo sie nicht funktioniert hat, tatsächlich auf Misplays zurückzuführen ist. Von daher sehr stark, wie ihr hier sehen werdet. Eine sehr starke Strategie, die durchaus sehr viele Elemente drin hat. Mit dem Push, den wir hier von Pugner beispielsweise sehen. Aber halt auch so einen gewissen Abschreckungsfaktor mit dem Nether Ward, der immer sehr toll ist. Und einigen Heroes, die sehr schön skalieren können. Außerdem ist es natürlich immer schön, Bone Doctors zu casten, denn Bone Doctors haben ziemlich sicher den Witch Doctor dabei. Und da macht es halt immer Spaß, auf die großen Ultis zu warten. Auch wenn der Witch Doctor als Support gespielt, meistens nicht so schnell das Agar nimmt, hat. Es ist trotzdem sehr interessant, den Death Ward zu verfolgen, was er doch für einen starken Damage raushaut. Allerdings ein bisschen aufgebrochen hier mit dem Tidehunter auf der Offlane. Allerdings ist die Pocket Strat halt hauptsächlich so ausgelegt, dass der Offlaner rotiert werden kann und ausgetauscht werden kann. Und Tidehunter ist hier ein sehr starker Laner. Und dadurch, dass er halt gepickt wird, ist es halt hier auch klar, okay, der Rest, den wir picken werden, wird wohl nicht gebannt werden. Dementsprechend picken wir als erstes den, der am meisten gebannt wird. Was halt auch interessant ist, weil sie halt auch mit dem Void gehen könnten, sich aber hier dagegen entschieden haben und doch lieber mit dem Tidehunter gehen. Ja, weiß ich nicht. Weniger skillabhängig. Kriegt vielleicht auf der Offlane mehr. Andererseits ist es halt auch so, dass er vielleicht den Doom mehr überlebt. Ja gut, Void ist in den Early Stages halt useless mit dem Doom. Tide überlebt halt wenigstens den Doom, im Gegensatz zu dem Void. Wahrscheinlich. Tinker, Scareth Mage, rausgebannt. Sinnvolle Bans auf jeden Fall von den Warrior Bees. Void, Scareth Mage sind so die meistgepickt Banden Heroes im Meta zurzeit.
Also nicht meist gebannten, weil da ist definitiv Lycan und Brewmaster noch drin. Aber meist gepickten ist doch meist Scareth Mage durchkommt. In den ersten beiden Picks. Und Tinker Nature's Prophet hier. Split Push wollen Bock und Docs nicht haben. Mit Pugner und Titan, da will man sich vor die Tower stellen. Mit Witch Doctor auch. Und Siegen und Pushen. Und Titan, Nature's Prophet und Tinker sind da definitiv gute Konter gegen, die hier direkt auch gebannt werden. Und der Witch Doctor als Signature Hero für die Bone Doctors. Wer hätte das gemacht? Immerhin ist es nicht so, dass Team Tinker ist und dementsprechend Tinker gebannt wird. Den Witch Doctor zu bannen, nur weil ein Team Witch Doctor heißt. Haben sie auf jeden Fall einen Hero ausgesucht als Maskottchen, das da nicht so hart ist, wenn es gebannt wird. Mal schauen, Warrior Bees haben guten Push und erstmal halt auch guten Teamfight. Den Death Prophet muss man halt auch erstmal down bekommen. Hat relativ gute Spells, um. Also der Silence ist relativ großer AOE, dementsprechend kann er gut das Death Ward abbrechen und hat auch das Titan der Ravage verhindern. Und mit dem Old Scepter selber hochleben kann er zumindest quasi ein Drittel der Duration von dem Death Ward aushalten. Und daher ein sehr guter Hero gegen den Witch Doctor. Und bisher sehe ich noch nicht die Antwort von Bone Doctors auf die Death Prophet. Vengeful Spirit wird hier als weiterer Stun gegen das Witch Doctor Ulti, glaube ich, gewählt. Hat auch ein bisschen Minus Armor, sodass das Death Prophet Ulti, der Exorcism, noch mehr Damage macht. Und haben halt hier auch die Possibility für einen Early Roshan mit dem Exorcism, dass es halt auch noch schneller geht durch die Wave of Terror und die Minus Armor. Außerdem, mehr Damage in der Aura ist immer gut. Und ja, verhindert quasi, dass ein Batrider gepickt wird, aber das ist, glaube ich, eher sekundär. Mal schauen, Bone Doctors, was da hier noch so gepickt wird. Was da noch gepickt wird. Ja, eigentlich wollte ich hier noch irgendwelche Dinge machen. Aber das kann ich machen, wenn wir darauf warten, was gepickt wird. Lassen sich hier auf jeden Fall viel Zeit. Mal schauen, was aus dieser Zeit entstehen wird. Und entstehen wird ein Troll Warlord. Das ist ein sehr interessanter Pick. Auf jeden Fall. Bin ich mir nicht so sicher, wie der. Also, was sie damit wollen. Weil niemand von denen ist irgendwie ein Serious Right-Clicker. Von daher überrascht mich das extrem. Aber sie werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Und, ja. Mal schauen, was da noch so kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, was sie mit dem Troll Warlord wirklich anfangen wollen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Visage auf der Seite von Warrior Bees. Sehr schöner Pickoff, sehr viele Control. Auf jeden Fall haben sie jetzt extrem krassen Damage im Midgame. Und natürlich in dem Sinne auch im Late Game. Und mit Vengeful Spirit und Visage auf jeden Fall gut Control und extrem Damage auch im Early Game. Von daher bin ich sehr gespannt, was hier noch als Carry gepickt wird. Ein Weaver wurde von Bone Doctors gedacht. Das wäre eine coole Idee gewesen. Mit der Aura und. Ja, mit der Aura. Eventuell geht hier Warrior Beast sogar mit der Drow. Als Cloud9-Strat mit Visage. Würde sehr, sehr, sehr gut passen hier drin. Allerdings ist halt die Frage, ob sie dafür confident genug sind, weil. Ja, Ravage auf die Drow und den Death Ward daneben könnte doch zu viel sein, um eine Drow zu spielen. Bin ich mir nicht sicher. Andererseits, ja, Ravage. Weiß ich nicht, wie weit sie die Ravage aushalten können. Silence dann sollte eigentlich mit der Krankenstelle relativ weit rauskommen. CK als Last Fish für die Bone Doctors, hier nichts Besonderes. Das ist der. Ja, der Signature Draft von Bone Doctors und die Warrior Beast picken
mal schauen, was sie pingen. Auch sehr interessant, dass hier, ja gut, Jakiro wurde gebannt, weil Warrior Bees waren sich nicht ganz sicher, ob Pugna vielleicht doch ein Core ist. Aber Bondox spielt den traditionellen Support. Pugna Witch Doctor Support, Troll in die Mitte und Chaos eine Carry mit Tide Hunter Offlane. Warrior Bees. Ich bin mal gespannt, ob es die Draw wird. Könnte funktionieren. Auch und besonders im Early Game. Also, ja, und dementsprechend auch Mid Game. Allerdings könnte es halt auch ein bisschen greedy sein. Besonders jetzt mit CK. CK kommt halt auch immer dran. Dementsprechend könnte Draw hier wirklich zu greedy sein. Oder Sniper. Sniper könnte vielleicht mehr funktionieren. Ja, nicht sicher. Ich glaube, die Draw würde hier tatsächlich am besten funktionieren. Aber ein Gyrocopter oder sowas, irgendwas würde vielleicht besser funktionieren. Oder eine Windrunner, okay. Das ist dann ein Core Doom, eventuell. Core Doom Offlane Windranger. Oder umgedreht. Oder ein Support Windranger. Carry. Carry Venge oder so. Das könnte natürlich auch sein. Wir werden sehen. Prepare for battle. Und das werden wir sehen, ja. Das Overlay muss so sein. Okay. Auf der Seite von Warrior Bees haben wir den Stantin Moruguk. Morugu. Auf dem Doom, der für... Keine Ahnung, sieht nach Akko-Trial aus. Von daher, Solo Stout Shield sollte eine Solo-Safe-Lane Doom sein. Crash of the... Okay. Support Visage... VFK, der Captain der Warrior Bees auf der Venture Spirit, auch Support. Decoy carried das als Windranger, wie man in den Items, glaube ich, sieht. Und zu guter Letzt haben wir in der Mitte Sega Mega Drive, also auch als Stand-In, in der Mitte auf der Death Prophet. Born Doctors haben wir Sir Waterlot, der hier nur als Waterlot, Dr. Waterlot, auf der Offlane Tidehunter geht. Tomahawk in der Mitte mit Tomahawks. Ha! Ja, das passt sogar. Oh, es ist gut. Okay, auf den Troll-Wallet in der Mitte. Und während hier Warrior Bees anscheinend nichts findet, was finden sie nicht? Nämlich, sie finden nicht Zalok auf dem Chaos Knight Carry, Fever auf dem Witch Doctor Support und Seka auf dem Pugna Support. Aber es scheint ein First Blood-Versuch hier in der Mitte zu werden. Sollten, ja. Oder. Vielleicht sind sie sich doch nicht ganz so sicher, ob sie den First Blood machen wollen. Und mit nicht ganz so sicher meine ich nein. Und sie gehen schon wieder zurück. Wahrscheinlich die sinnvolle Entscheidung, weil eine komplette Creep Wave für einen Versuch zu geben, außerdem mit dem Block hätten sie den eh nicht bekommen. Wahrscheinlich nicht bekommen. Hätte auch wahrscheinlich der Damage gefehlt. Von daher hier sicherer die Rotation nach oben. Sehen die Windrunner... Und ich weiß nicht, ob sich Burnout schon sicher sind, dass es hier ein Akro-Try ist. Spätestens jetzt sehen sie, okay, Akro-Try. Sie müssen sich hier besser zu positionieren. CK ist der bessere Held, der vorne ist. Und ja, mal schauen, wann die Warrior Bees den Burst hier auspacken. Den sie definitiv haben. Visage hat noch nichts geskillt. Wird sich auch wahrscheinlich hüten. Entweder halt passiv Grave Chill oder aktiv Soul Assumption. Ah, Venge hat den Stun logischerweise und hier die Shackles. Also will man aggressiv werden. Powershot würde beim Last Hit helfen. Shackles werden definitiv aktiv werden. Und eventuell, ja, okay, sie machen ihn Go. Witch Doctor war zu weit vorne. Shackle trifft. Soul Assumption gelevelt und First Blood für Crash. Soul Assumption just to Imba. Aber es könnte der Return Kill. Ja, es gibt den Return Kill auf die Windranger. Der sah definitiv besser für Bone Doctors aus. Da der Windranger doch der Carry ist. Support Kill, First Blood für einen Carry. Und der First Blood ging nicht auf den Carry. Ich weiß nicht, ob es das wert war. Aber immerhin tut die etwas. Denn, ja gut. Ja. Mir gestern ein schöner Shackle hier. Level 1 und Stun kommt weg. Und der Carry geht drauf. Kriegen sie noch was? Nein. Es sind eher hier Warrior Bees, die dann doch vorwärts treiben. Fever hatte kein Geld für einen TP hier. Sehr bitter. Sonst hätten sie das vielleicht noch turnen können und mit dem Heal hätten sie es vielleicht durchgestanden. Aber sowas 3-2. Warrior Bees haben das gesehen und haben direkt den Go gemacht. Sehr schön gespielt. Und die Death Prophet kriegt eine Double Damage Rune. Das könnte auch böse enden. Okay. 2-1 auf dem Board.
Vorteil für Warrior Bees, die sehr schön hier an der Offlane dabei sind. Haben wir Grief Camp geblockt bekommen. Aber ja, bisher ist an Warden, an Pullen und sowieso noch nicht zu denken. Mit der Aggression, die von den Warrior Bees rauskommt. Wir gucken auf die Last Hits. Wir haben die Mitte, die relativ even ist. Jetzt kriegt natürlich die... Oh, oben ist ein Go. Boah, was für ein Blast. Was für ein Blast. Da geht die Vent schon down. Level 2 Blast. Man hat gesehen, wie doch die Leben dann runtergingen. Wenn der auf alle trifft. 175 auf alle. Das ist auf einer Trident relativ böse. Und jetzt ist es relativ even. Wir haben beide Supports und beide Carries sind auf der Aggro 2 runtergegangen. Was ich eben sagen wollte, die Mitte sah relativ even aus. Jetzt mit der Double Damage hat natürlich die Krops sich jetzt erstmal einen Vorteil erkämpft. Und schon wieder ein Go oben. Wunderschöner Bouncing Cask. Oh, dann ging gerade so der Windrun zu Ende. Die Cask vom Witch Doctor hat richtig doll reingehauen. Hat beides mal getroffen. Venge geht jetzt hier auch down. 2-1 der Trade. Aber kein Mana mehr für beide Partien. Und Visage wird wohl wegrennen. Sollten eigentlich Bone Doctors nicht chasen, weil sie haben nichts, um die aufzuhalten. Und daher ist es hier gerade verschwendete Zeit, was sie tun. Und die Windrunner kann auch ein bisschen farmen. Putner kommt, der hat auch keine Clarity. Beide Clarityen jetzt hoch. War allerdings ein bisschen spät. Haben doch sehr viel Zeit hier verschwendet, der Visage hinterher zu laufen. Ohne Chance, sie immer zu catchen. Aber egal, schöner Trade hier für Witch Doctors. 2-1. Damit alles, was passiert ist, ja oben auf der Aggro Try. Ich sollte eigentlich gar nicht versuchen, überhaupt mal auf die anderen Lanes zu gucken. Aber an den Last Hits. Tidehunter gegen Doom. Hat natürlich einen relativ großen Vorteil für den Tidehunter mit dem Anchor Smash. Sollte halt die Last Hits von dem Doom verhindern. Allerdings Doom hat Devour und zieht auf jeden Fall da ein bisschen mit. Ja. Auf lange Sicht sollte die Aggro Try hier oben besser funktionieren. Einfach weil drei Fernkämpfer gegen einen Nahkampf-Carry, was halt relativ böse ist. Hat auf jeden Fall gute Items dafür. Das Doubtshield plus das Quelling Blade, um die Last Hits zu machen. Und ja, Windrunner versucht das jetzt offline zu spielen. Jetzt kommen so langsam die Rotationen wieder nach oben. Und ja, jetzt wird wahrscheinlich dementsprechend auch wieder ein bisschen mehr passieren. Doom, ja, wie man hier sieht, relativ low. So, Waterlord muss ein bisschen weiter zurückgehen, denn alle Supports sind missing. Werden sich jetzt hier oben, jetzt werden sie sich wieder zeigen. Und der Titan kann wieder auf die Lane gehen. Visage ist nur noch für ihn missing. Die sich jetzt zeigt. Oh, und das sollte ein Kill. Oh, Solus haben schon mal nicht genug. Aber die Windrunner hat genug Kill. Ravage kommt rein, trifft auf 2. Die Frage ist es halt, ob es genug ist. Kriegen die Vengeful Spirit hier, aber mehr sollte nicht möglich sein. Ja, Vengeful Spirit als Ravage für einen Return Kill. Hat nicht so gut funktioniert. Allerdings hat Roy Warlord in der Mitte fast sogar die Death Prophet tot bekommen. Das lief da. Ja, es war knapper halt auf beiden Seiten. Die Ravage hat 2 getroffen, aber sie haben halt keine 2 bekommen. Mussten die Kills aufteilen. Hatten halt ohne den CK keine Kontrolle mehr, um die Heroes lang genug da zu halten. Um sie auch tot zu bürsten. Jetzt muss Tidehunter den ganzen Weg wieder zurückbekommen. Doom kann aufholen, hat dieselbe CS wie der Tidehunter. Die Rotation war es nicht wert. Dann hat er jetzt natürlich Ravage geused auf Level 6. Und dann Kill rausgeholt. Würde wahrscheinlich nicht mehr so viel passieren. Troll findet hier... Ja, okay. Findet hier eine Regen. Und Titan spielt mit dem Gedanken, dann noch nah ran zu bleiben. Andererseits haben sie natürlich hier durch die Ward das Ganze auch gesehen. Und sind gut zurückgeblieben. Um hier nichts einzugehen. Dementsprechend kurz was verschieben. Titan geht in die Mitte, Troll nach unten. Wahrscheinlich erstmal besser. Oh, Slows applied hier. Könnte Stick Charges sind da. Doom ist da. Und das zieht den Troll Warlord zurück. Will hier kein Risiko eingehen. Und lieber das Doom aussetzen. Außerdem mit dem Scorched Earth wäre es auch faktisch gegeben, um zu durchgehen. Das Check landet nicht. Jetzt müssen sie aufpassen. Stun ist raus. 4 Sekunden Stun. Und die Creeps hätten das fast gemacht. Ah, 70 HP, das fehlt es. Und das sollte den Tod von Witch Doctor werden, der hier gechased wird. Ja, Soul Assumption secured den Kill. Pugner sollte extrem aufpassen, dass er hier nicht von den Spirits gechased wird. Ja, und der nächste Blast. Oh, trifft nicht. Das war bitter. Und jetzt ist auch der CK noch mittendrin. Und ist zu viel. Troll geht voll rein. Guckt. Holt einen Double Kill damit sogar. Krobbelos hat jetzt wieder volle Leben. Entscheidet sich,
für die Wench, die er allerdings sonst dann hat und das ganze Ding turnen, gerne am Tower turnen würde. Und nicht unbedingt hier. Allerdings jetzt aufpassen sollte, dass es vielleicht nicht zu weit turnt. Witch Doctor guckt eher auf die Krobelus. Denn Tidehunter ist dran, hat keinen Gush. Und ja, wieder laufen Bound Doctors einem Kill entlang, den sie nicht bekommen können. Ravage ist da, sollten sie aber hier auf gar keinen Fall benutzen, denn hier ist niemand da. Und das wurde auch dem Tidehunter wohl gesagt. Troll ist da, zu zweit sollten sie die Krobelus auch nicht down bekommen eigentlich. Doch, Ravage ist hier geturnt, allerdings hat das zu Tomahawk nicht mitbekommen. Bodyblock, ja, Gush wurde jetzt gelevelt. Schön und genau passend. Wird noch, bis ich soll, dass die sicken Damage macht. Und die Windjanger oben hat den Bone Doctor, den Witch Doctor gekillt. Was ein Spiel. 8 Minuten, 8 zu 9. Das gefällt mir doch. Und hier passieren einige schöne Dinge. Können wir mal kurz auf die Graphen gucken, die ja naturgemäß even sind, außer dass die Warrior Beasts doch Vorteil im Gold haben. Dadurch, dass der Doom hier relativ ohne Probleme farmen kann. Nein, das ist nicht der Doom. Doom ist jetzt in der Mitte. Hat kurzzeitig den Farmen benommen, nachdem in der Mitte beide Heroes von dem Bone Doctors überrannt wurden mit dieses Mal einer sinnvollen Usage von Ravage. Und ja, Doom als meist bester Farmer auf dem Game. Net Worth definitiv weit oben. Und das, obwohl er halt im Tidehunter in der Lane nicht so weit genacht wurde. Andererseits musste halt auch Tidehunter rotieren und Doom nicht. Das hat ihm dann dementsprechend den Net Worth Vorteil jetzt hier gebracht. Und ich glaube, Doom ist halt auch das, was sie im Net Worth vorne sind, ja. Ja, basically das. Und First Blood und Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Death Prophet ist relativ weit vorne. Wird versucht zu goen. Slow ist da, allerdings, ja. Slow für den Death Prophet. Ist nicht so viel weniger, als sie eigentlich hatte. Weiß ich, so selten habe ich es nicht, aber, na gut. Kann ich jetzt nicht angucken, mit der Melee-Form. Aber ich glaube, es ist, ja, es war ungefähr 50-40% slow. Und sie war halt immer noch bei Movement Speed von 250-300. Das ist zu viel, um da noch zu chasen. Jo, levelmäßig. Supports. Vengeful Spirit ist Level 7. Der Rest ist halt Level 5. Warte noch, Level 6 zu bekommen. Es wird relativ wichtig beim Witch Doctor und bei der Visage. Pugna ist ja wichtig, aber geht so. Und dann wird mal gucken hier. Warrior Beasts wollen hier die Rotation auf den Chaos Knight machen. Mal gucken, ob sie den diven können. Mensch, fürs Bild ist auf jeden Fall. Okay, von hinten wird da gemacht. The Waterlord ist da. Und hat sogar den Anchor Smash durch die Bäume gemacht. Allerdings ist jetzt das Problem, dass tatsächlich die Krobelus wesentlich zu weit weg ist. Trick hat sogar noch hier Ulti auf. Hat eine Haste-Rune. Die Frage ist, oh gosh, snipe den doch noch weg. Und jetzt ist Doom zu weit vorne. Es wird im Tower geslowt. Schöner Stun hier. Und sollte damit auch sogar wegkommen. Tidehunter versucht nah genug an The Ravage zu kommen. Ist nah genug dran. Oh, und wird perfekt gedoomt. Schön gemacht. Allerdings sollte das die Vengeful Spirit. Oh. Das hätte man hitten können. I would hit that, aber okay, kein Level Death da, um halt da noch den Snap zu machen. Jetzt ist Death Ward. Death Ward ist gesetzt. Windrunner ist da. Ein schöner Windrun. Dodge den meisten Damage. Ohne den Windrun hätte sie das nicht überlebt. Und somit doch irgendwie relativ wenig. Krobelus so out of position wurde gecatcht, was relativ groß ist für die Bone Doctors. Aber an sich sonst nichts passiert. Was sehr erstaunlich war. Was aber auch hauptsächlich daran liegt, dass der Doom wunderbar rauskam gegen den Tidehunter. Sehr schön gespielt von Morgu. Und hat hier Schlimmeres verhindert. Die Frage ist, ob die Windrunner jetzt hier das Schlimmere verhindern kann. Nein. Nether Blast secured den Kill. Zu relativ viel Damage auf dem Witch Doctor. Muss man auch dazu sagen. Sollte hier den Rücktritt antreten. Und B gehen. So, Net Worth hat sich nicht viel getan. Doom farmt immer noch wie Hölle. Ha, Doom Hölle. Ha, you see what I did there? Anyway. Doom holen Net Worth Tidehunter tatsächlich. Hat sich jetzt in die Spitze gepusht, aber hatte natürlich auch eine Solo-Lane gehabt. Restlich gefolgt. Ja, alle sind relativ weit zustande. Die Grafen sieht man. Kommen jetzt ein bisschen in den XP in Bone Doctors durch die Vorteile in den Kills. Gold ist allerdings durch den Doom noch weiterhin in Favor of Warrior Beasts.
Tja, Late Game ist tatsächlich für alle Seiten vorhanden. Wir haben hauptsächlich die Vengeful Spirit, die ja ein bisschen absackt, aber dadurch, dass sie die Aura bringt, den Stun hat und den Swap vor allen Dingen noch hat, den man im Late Game absolut nicht unterschätzen sollte. Es sind da auch relativ wenige Hände, die wirklich im Late Game abfallen, so richtig. Von daher könnte das durchaus sehr, sehr late werden hier. Andererseits haben wir auch viele Push-Sachen und viele Midgame-Dinge. Anfang an das Focus Fire von der Midrange, das hier schön den Tower runterbringt. Allerdings Bondoktors snacken sich die Vessage, die Level 6 war, und die Birds. Sind die Birds? Birds leben beide noch, okay. Schön, ich hatte schon fast befürchtet, dass sie hier unten gestorben wären. Das wäre relativ böse für die Visage gewesen. Und ja, Warrior Bees snacken sich hier den Tower. Und Warrior Bees, Bone Doctors konnten es nicht zu Ende pushen unten. Hatten ihre Pusher nicht dabei. Und somit ist jetzt WBS einen Tower vorne. Und bauen ihren Goldvorteil stetig aus. Das wird sich bald. Nein, Mech auf Doom ist online. Und Hand of Midas online. Von daher viel hier. Doom ist weit vorne, aber. Oh, ja. Shackledged, aber nicht auf die Helden, die man haben will. Schön auch gemacht hier von Familias konstant den Netherward Burst. Da kam auch das Decrapify ein bisschen zu spät. Hätte aber keinen Unterschied gemacht, muss man dazu sagen. Sarok pusht unten. Kein Ward sieht das hier. Und hat es hier gerochen. TP'd weg. Relativ passend, denn die Familias hätten auch dort das TP ungefähr 2 Sekunden später abbrechen können. Und dann wäre kein Entkommen mehr für den Chaos Knight hier gewesen. Gut. Ja, die Warrior Bees wollen wesentlich. Ja, wer hätte das gedacht? Den Bottom Tower nun pushen. Bone Doctors sind nicht wirklich in der Position, das Ganze zu defen. Dementsprechend, sie gehen für den Trade. Und können relativ stark das ganze Ding noch pushen. Wollen vielleicht hier weiter pushen. Aber ja. Warrior Bees haben den nötigen Push, um hier durchzuziehen. Und haben auch noch weitere Push, um den nächsten Tower zu pushen. Der Exorcism hält noch über die Hälfte. Netherward sitzt. Allerdings, ja, die Graphic hat keinen Mana, um den Deathward wirklich länger am Laufen zu halten. Das ist bitter. Jetzt müssen sie gucken, ob sie hier weiten wollen. Der Tower ist tot. Und kein Chase wird hier wohl. Es wird nicht zur Jagd geblasen. Und 2 zu 0, beziehungsweise 2 zu 1, T2 für nichts, T1 für T1 getradet. Und ich muss schon sagen, Oribis kriegen hier die besseren Trades. Bauen ihre Führung in Gold doch wesentlich weiter aus. XP-Vorteil tatsächlich ist auf Bone Doctors Seite. Denn, ja, Five-Man von Warrior Bees equiliert sich. Equiliert. Naja. Zeigt auf. Ist halt so, dass es halt dementsprechend XP-Vorteil von Bone Doctors gibt, weil Five-Man-Action und weniger XP und so. You know. Gold-Vorteil steigt allerdings weiter in die Höhe. Und sollten demnächst die Core-Items hier rauskommen. Wir haben die Visage, die Medaillen hat und 1000 Gold. Doom hat seinen Blinkdagger gerade zusammenbekommen. Ups, Mitte. Wird mit allem, was sie haben, die Death Prophet geburstet. Hatte Exorcism noch nicht on Cooler und dementsprechend konnte sie es noch nicht wasten in dem Falle. Ja, Windranger hat schon einen Damage-Output. Maelstrom fertig. Und die Bone Doctors, was haben die Bone Doctors dagegen? Chaos Knight versucht so langsam wahrscheinlich auf seine Arme zu kommen. Troll hat das Mecha fertig. Blink auf dem Tidehunter, von daher sind die Core-Items hier eigentlich vorhanden. Pugna, Mana Boots. Relativ wenige Mana Boots, dadurch, dass der Witch Doctor hier auf Dreads geht. Aber gut, Tidehunter hat halt die Mana Boots. Mehr als 2 Mana Boots könnte man sagen, dass man es nicht unbedingt braucht. Von daher, ja. Jetzt so langsam wird's Even Witch Doctor smoken. Bone Doctors, goddammit. Smoken mit dem, zusammen mit dem Witch Doctor in die Mitte. Könnten hier die Death Prophet finden. Unwesentlich sogar. Allerdings finden sie halt auch das restliche Team. Und ja, stehen hier sehr, sehr gut, um das zu fighten. Das könnte eine böse Schlappe von Bone Doctors werden. Blink! Schöner Blink. Gut reagiert hier. Doom auf dem Troll Warlord, allerdings 2 zu 0 bisher der Trade hier. Der Trade, sage ich schon, ja. Und es scheint nicht 3 zu 0.
Was ein Blink hier vom... Vom Warlock und... Oh, Radiance Courier gefunden. Das ist bitter. Nicht mehr die Visage Birds, die hier was snipen, sondern einfach Radiance Courier, der hier wohl down geht. Und Chaos Knight, den wohl hier gesnappt hat. Aber, oh. Ja, okay. Okay, mit Exorcism wird jetzt hier geturnt. Stun ist jetzt online, aber der Vision wurde verloren. Jetzt muss Witch Doctor... Ah, das war die schlechte Idee. Oh, okay. Geht hier nicht ganz down? Kann sich... Okay, die Visage Familiars holen sich das. Okay, was ich eben gedacht hatte, ist, was ein Blink, aber ja, der Ward ist tatsächlich von Dire. Dementsprechend hatte er natürlich perfekte Vision und sie wussten genau, was sie sich einlassen, war die perfekte Initiation. Und damit kein Wunder, dass der Teamfight so gelaufen ist. Von daher nehme ich das Ganze zurück. Gut reagiert. Ist ja quasi auch schon von hier nach hier vorne geblinkt. Das konnte man nicht ohne Wort sehen. Ja, Witch Doctor Ulti ist an. Dementsprechend wird hier Roshan angegangen. Und Doom springt in die Mitte. 4 Sekunden Stun. Allerdings ist der Rest... Oh, was ein Shackle, was ein Shackle. Titan geht hier rein, hat keine Ravage. Der Damage ist verhindert, allerdings, ja, ist jetzt... Sind die Warrior Bees da. Und die ganzen Streaks gehen jetzt so langsam. Troll Warlords Mega Kill Streak für 600 Gold. Geht an Windranger, geht an Doom, das will man nicht haben. Und Roshan geben sie auf. Haben es zu zweit versucht, war zu greedy. Haben auch keine Ward hier. Und haben jetzt Roshan gegeben. Der Ward ist auch aus knapp außerhalb des Sentry Wards. Dementsprechend haben sie es halt auch gesehen. Das ist bitter. Das ist bitter. Und Warrior Bees kommen hier big time zurück. Muss mal so zu sagen. Hin und her das Spiel. 12 zu 16 jetzt der Sache. Wir haben jetzt durch den Teamfight relativ gut Gold zurückgenommen. Geben natürlich jetzt durch Roshan und die beiden Kills. Bzw. die 3 Kills und die Streak. Ne, die 2 Kills und die Streak. Noch relativ weit zurück. XP, wupp, ging doch krass wieder zurück, dadurch, dass sie die doch relativ hohen leveligen Heroes bekommen hatten. Das war auch der erste Kill für den Troll, dementsprechend sehr, sehr wertvoll hier. Du musst jetzt aufpassen, hat seinen Blink, sollte wahrscheinlich fein sein. Allerdings, wenn hier der... Boff, okay, ja, das, wenn das halt passiert, Reality Rift und der Hit direkt danach eingebaut. Quasi wie Rickys Blink, kann auch da der Blink nicht helfen. Kam aus dem toten Winkel, schön gemacht. Allerdings so ganz ohne Wards war das auch ein bisschen out of position von dem Doom, muss man dazu sagen. Ja, Warrior Bees pushen Mitte, während Bone Doctors zu versuchen zu fünft die Mitte zu pushen. Die ersten kommen hin, um zumindest die Base zu deffen. Windranger delayt das Ganze ein bisschen. Allerdings ohne die Backdoor Protection versuchen sie jetzt zu snipen. Allerdings mit der... Mit der Glyphe versuchen sie das tatsächlich komplett zu halten, denn die Mitte ist schon fast gefallen für die Bone Doctors. Und es ist halt die Frage, ob sie es bekommen. Oh, die Knife von Windranger. What a play, what a play. Wunderbar gemacht und richtig schön getradet hier von Warrior Bees, die eingesehen haben, okay, wenn sie alle top pushen, einfach Death Prophet die Mitte forcen und genügend Heroes top schicken, damit einfach Bone Doctors da bleiben muss. Und auch um TPs zu verhindern, was halt Bone Doctors nicht gebraucht haben, weil sie sind nicht TPs. Sie brauchten doch sehr, sehr lange und dadurch auch zu weit für den Tower. Wieder ein Trade, der nicht so gut gelaufen ist. Man sieht langsam in den Farmern. Last Hits sind auf jeden Fall die Warrior Bees gerade vorne. Networth sieht man das schon wesentlich besser. Doom hat extreme Networth, hat bald sein Schiefer zu Ende. Finden jetzt die Bench. Das sind allerdings nicht die, die sie finden wollen. Ravage auf 2 hatte gehofft, dass sie mehr finden. Was? Shackle? Windranger OP. Was für Shackles hier? Schon der zweite oder der dritte gute Shackle. Allerdings wunderschöner Death Ward hier. Der allerdings ein bisschen zu weit vorne ist, um richtig reinzuhauen. Ja. Wird jetzt hier von einem schönen Level Death unterbrochen. Allerdings, ja, Witch. CK macht jetzt hier den großen Damage. 2 zu 2 bisher der Trade. Versuchen jetzt die Visage zu bursten. Die allerdings relativ tankies kriegen sie jetzt down. 3 zu 2 der Trade. Death Prophet kommt mit 50 Leben weg. Das ist sehr schade für die Bone Doctors, aber super Teamfight. Klar haben sie da reingesmoked, aber die Ravage hat nur auf 2 getroffen, beziehungsweise aktiviert ihn nur hier, denn der Doom, der hier gestunt wurde, war relativ sinnlos dafür. Fand ich schön, dass
hier Waterlot mit dem Titan hat direkt gesehen hat, hier ist die Wench, die wird wohl nicht alleine sein. Ich blink einfach mal hier vorne und mache direkt Ravage, um Reinitiation zu verhindern. Hat mediocre funktioniert, aber der Teamfight lief doch relativ gut. Dadurch, dass sehr eng hier vorne war und da Bone Doctors mehr Teamfight auf die enge Area hatten als die Warrior Bees. So. Es passiert viel und ich bin besonders auf mehr Familiar Plays gespannt. Finden hier den Chaos Knight, aber bleiben ein bisschen zu lange da. Snipen nicht mein Last-Hit von ihm. Und werden gekillt. Muss mal gucken, ob hier einen Tod bekommt. Nee, nicht mal einen Hit bekommen. Ja, das ist natürlich mit dem Nahkämpfer ein bisschen schlecht. Andererseits mit genügend Chaos-Strikes könnte das sehr schnell auch ein One-Hit bedeuten für die Familias hier. Oh, und die müssen jetzt hier aufpassen. Werden gesniped. Da war ein bisschen zu overconfident, aber Resummon ist vorhanden. Aghanims auch in 400 Gold zustande. Sehr gut hier. 3, 5, 6, doch, aber in Networth. Ja, Networth besser von Support, aber auch nicht so viel. Und trotzdem nach 23 Minuten schon Familiar Birds da. Okay. Farmt ganz gut. Aber hat auch Power Dreads oder alles andere geskippt. Ja, wenn der Chaos Knight hier unten hergegangen ist, hätte er vielleicht sogar noch bekommen. Allerdings, die Ward hier verhindert natürlich Schlimmeres. Mal gucken, Windranger geht nicht auf Blink. Wird wahrscheinlich, naja, Forstaff. Nee, ist es ein Dagen? Nee, das ist schon länger da. Okay, Forstaff für Windranger. Definitiv mehr da vorhanden und wird hier nicht ganz gesehen. Hatten vielleicht gehofft, dass sie die Ramp hochgehen. Schön angedeutet hier als Dingens, okay. Upsala, Chaos Knight wird hier gecatcht und instantly geburstet. Definitiv schöner Swap hier. Okay, jetzt ist es Witch Doctor. Die haben halt auch keinen Forstaff. Oh, Ravage noch rausbekommen vor dem Doom. Jetzt muss der Doom aufpassen. Cast Bounce zu, aber Mecha, alle sind wieder offline und jetzt muss Bone Doctor zurückgehen. Verlieren den Pugner noch. Und, ja, Witch Doctor Ulti ist da. Aber Suicide zeitet sich damit. 3:0 hier für die Warrior Beast, die, glaube ich, mit dem Exorcism noch sogar Highground pushen können jetzt. Ist nicht mehr lange da. Allerdings müssen jetzt hier Bone Doctors aufpassen. Wir haben Buyback-Status. Keiner. Doch, CK hat Buyback. Müssen sie gucken, ob sie es hier benutzen müssen. Haben allerdings ohne Ravage und nur den Troll Warlord auch relativ wenig, dass sie gegen tun können. Schöner Swap. Weiterer schöner Swap. Und Stun und Kill. Das ist ohne BKB natürlich tödlich. Und sollten hier Rex verlieren, das ist bitter. Ein Teamfight. Und das ist Rex gegen so einen Push-Lineup. Es war ein bisschen Exorcism da, aber Focus Fire, Familias und die Aura von Doom. Ja, der noch keine Alpha Wolf Aura hat. Aber halt, ja. Blinkstun ist vielleicht nicht nötig in dem Spiel, da doch die Mensch die bessere Initiation hier ist. Und hier verlieren sie Rex. Es ist noch nicht das Spiel, das Game, aber es wirft Bone Doctors noch weiter zurück, als sie bisher sind. Und machen es noch schwieriger, hier ins Spiel zurückzukommen. Roshan wird bald wieder ab sein. Und das wäre so ein Punkt, wo die Bone Doctors wieder zurück ins Spiel kommen könnten. Ein guter Roshan-Fight, das sie mit ihrem Lineup definitiv haben. 45 Sekunden hierfür sollte eigentlich passen. Je nachdem, wie der Roshheimer ist. Könnte direkt wieder ab sein. Perfekterweise könnte es funktionieren, aber ich glaube, die Ravage wird bis dahin wieder offline. Deathball ist wieder ab. Von daher haben hier die Bone Doctors alles ready. Wenn sie den Pit smoken und alle drauf finden, könnte das auf jeden Fall das Comeback bedeuten. Ja, den Gold werden sie nicht direkt wieder zurückbekommen. Aber den XP-Vorteil mit einem Vibe im Pit könnten sie wieder rausbekommen. Allerdings glaube ich nicht, dass die Warrior Bees ihnen direkt so einen Kill bekommen werden. Moment.
damit, das war nichts. Okay. Wieder zurück. Und zum Glück ist nichts passiert. Da hat kurz an der Tür geklingelt. Bitte, bitte, bitte. Aber das habt ihr natürlich auch gehört. Death Prophet Blink. Das ist interessant. Ja, mit Oils vielleicht. Als Escape. Ich weiß nicht genau, was mit dem Blink, den man damit machen kann. Oh, ist das ein... Oh, ist das Scary Banner. Ein bisschen zu weit gezogen hier. Von mir ist das aus. Das ist definitiv abschreckend. Mal schauen, ob sie auch den Pushy abschrecken werden. Ha, bad puns all over again. Direkt gedewardet hier. Keine Chance für High Ground. Und ja, let the defense begin. Doom initiated, geht rein. BKP an, direkt auf Titan hat das Doom. Keine Chance auf Ravage. Diven hier deep, allerdings stehen die meisten noch und machen Objective-Based Gaming. Exorcism ist raus. Doom hält noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen raus. Deathward steht. Und steht gut. Familiar Stunts unterbricht es jetzt. Ravage geht rein. Trifft sehr, sehr gut. Windrunner ist schon down. Ah, Death Prophet geht auch down. Das ist übel. Noch ist nichts verloren. Alle sind noch high. Und die Visage sollte das auch ziehen. Und Vengeful Spirit kommt noch weg. Als einzige. Das war zu weit gedived. Klar, sie haben den T3 Tower bekommen. Aber als Trade für 4 war es das, glaube ich, nicht wert. Schön auf jeden Fall geplant von dem Doom direkt rein. Und die Ravage als quasi einzige Control dazu machen. Allerdings danach waren sie gesplittet. Konnten den Doom ein bisschen beschäftigen und konnten dann halt auch einfach in die Hinterhand rein auf die Supports und auf die relativ squishy Windranger gehen. Und auch hier schön gespielt von den Bond Doctors, dass sie das halt dann so schnell noch geswitcht haben. Quasi ihre Agro. Ja, und versuchen hier Warshine zu bekommen. Doom ist down. Gescoutet ist es. Es könnte ein Buyback sein. Allerdings, wohin tippen? Ja, T2 wäre hier eine Möglichkeit. Allerdings, ja. Warrior Beasts sind nicht in der Verfassung, das Ding zu contesten. Sie versuchen es hier mit Death Prophet ohne Exorcism und einer Vengeful Spirit. Sie gehen hier rein. Allerdings ist sie vielleicht ein bisschen zu weit vorne. Ah, okay. Chaos Knight hat die Chance nicht gesehen. Sie haben noch keine Vision außerhalb des Pits. Und dann sind sie so scary und Warrior Beasts haben es erfolgreich verteidigt. Da werden sich, glaube ich, die Bone Doctors in den Arsch beißen im Replay, dass sie da nicht weitergemacht haben. Oh, die Familie snappen im Hintergrund halt die Range Barracks. Das ist bitter. Das sind eine der böseren Dinge, die man mit Familie jetzt machen kann. Ja, und Warrior Beasts gehen jetzt hier in den Pit. Tja. Haben auch mit der Vorarbeit von den Bone Doctors relativ schnell das Spiel damit, ja. Und haben Roshan. Und das könnte jetzt auf jeden Fall die Rex gehen. Könnten sie sich auch da wieder rein suiciden, denn noch haben sie einen guten Vorteil. XP haben sie sehr stark runtergeholt, die Bone Doctors. Allerdings gegen 15k Gold kann man halt nichts machen so richtig. Muss man halt auch dazu sagen. Jetzt mag ich jetzt hier von den Bone Doctors mal gucken, ob sie einen Turnaround hier machen. Wäre eine gute Idee. Die Frage ist, ob sie rechtzeitig sind, bevor halt überhaupt ihr Tower fällt. Jetzt sind sie halt erstmal zurück und dann denken sie sich, okay, naja, wenn sie halt nicht da sind, dann gehen wir halt hoch. Machen die den Wraparound, Pipe ist da. Blink TP. Blink ist nicht ganz da. Allerdings versuchen sie den Doom zu bursten. BKB hatte, aber die Elos macht zu viel Damage. Oh, der Deathward out of position. Das ist bitter. Mal gucken, ob ihnen da nicht der Damage fehlt. Ravage ist draußen, trifft schön. Und Chaos Knight geht ham. Macht hier einen nach dem, killt hier einen nach dem anderen. Deathbuff lebt noch, allerdings ist es auch zu weit vorne. Chaos, Reality Rift ist da, Chaos Bolt ist da, das sollte auch den Kill der Deathbuff. Ein schöner Wraparound hier auf jeden Fall davon. Die Familias versuchen weiterhin die Melee Racks zu machen. Oh, und das war ja stimmt, das war auch der Aegis. Das war, oh, was denn? Also, damit haben sie jetzt nicht gerechnet. Okay, Blink hat sich damit eigentlich schon ausgezahlt. Seriously? Oh Mann. Kann ich Blink weg? Schön gespielt, da hat auch niemand irgendwie jetzt damit gerechnet, dass es nötig ist, irgendwie Netherblast zu timen oder sowas. Oder ein bisschen zu splitten, um den Blink zu verhindern. Und schön weggekommen. Ich wusste, weiß aber auch nicht, ob die Bone Doctors das überhaupt gesehen haben und das überhaupt in Betracht gezogen haben. Könnte ich ihnen auf jeden Fall nicht verübeln, wenn sie es nicht gesehen hätten. Das hätte ich jetzt auch nicht kommen gesehen. Schöner Counter gegen sowas für Centaur. Einfach Ulti machen und einfach hinstehen. Sollte relativ schnell passieren. Der Damage dort. Oh, Death Prophet könnte ein bisschen zu weit sein. Allerdings, ja. Mit Blink sowieso. Andererseits, wie gesagt, halt ein Reality Rift ist ein sehr guter Blink-Counter. Von daher ist es halt die Frage, wer wen als erstes sieht.
Und wer eben die Initiation bekommt. Auf jeden Fall sind Bondoxus ein bisschen am Comeback schon dran. Haben die Tower halten können. Die Frage ist halt, ob sie die Rex halten können. Haben jetzt hier zumindest die Hälfte des Damage von dem Familias repariert. Aber die Familias sind weiter hier unten. Werden weiterhin pushen, pushen, pushen. Außerdem Rex oben sind down. Und Bondoctors, ja, können nicht so viel weiteres tun, als abzuwarten und zu hoffen, dass die Warrior-Bees weitere Fehler machen. Warrior-Bees smoken hier. Versuchen es jetzt auch mal mit dem Smoke. Nachdem das bei Bondoctors relativ gut geklappt hatte. Werden wahrscheinlich unten sehen. Und das Problem ist, der nächste Teamfight, wenn Bondoctors noch einen Teamfight verliert, verlieren sie auf jeden Fall das Spiel. Buybacks sind ein paar vorhanden. Allerdings bei weitem, glaube ich, nicht genug. Nee. Schöner Swap. Nehmen direkt den Witch Doctor raus. Der Witch Doctor hat Buyback. Tibit. Whoops, Tibit da beinahe. Ein bisschen falsch rein. Exorcism ist raus. Und jetzt schauen sie, ja. Phantasm ist raus. Oh, schön gedodged. Und Blink raus. Schöne Stunts auf jeden Fall hier. Titan da wurde wieder gedoomt. Versuchen sie jetzt zu bursten, aber sie kriegen den Titan doch einfach nicht down. Muss man dazu sagen. Und ja, jetzt wird wieder gechased. Der Smoke war nicht so ganz. Oh, das war ein Missplay. Hat nicht so großen Cooldown, aber das hätten sie jetzt besonders hier noch schön gebrauchen können. Oh, die Cask bounce, die Cask ist schön, allerdings bounce sie auch viel auf die Familias. Und jetzt. Oh, was ist denn Familias dann? Windranger ist da, jetzt wird der Ulti noch gezogen, muss ihn jetzt ziehen, allerdings fehlt so ein bisschen im Hintergrund die anderen. Der Damage fehlt jetzt, weil die Phantasm-Illus ausgetimt sind. Jetzt ist es 1 zu 4. Buybacks von 2. Die Frage ist halt, ob Chaos Knight noch weit genug zu seinen Mates kommt, um was zu tun. Es sieht nicht so aus, wird surrounded. Oh, und jetzt kommen sie eins nach dem anderen rein. Habe jetzt auch gesehen, okay, alleine bringt es nichts mehr. Chaos Knight kam nicht weg. Schöner Swap von Avenge hier. Der verhindert, dass der Chaos Knight sich mit seinen Mates versammeln kann. Bondoctors versucht hier. Ja, müssen jetzt die Rex deffen. Windranger macht Damage. Allerdings mit dem Enkers mich auch nicht mehr so. Können, glaube ich, hier nicht verhindern, dass die Medivacs down gehen. Und ja, Medivacs gehen down. Kommt noch mehr, ja. Jetzt versuchen, in die Mitte zu gehen. Das könnte ein bisschen greedy sein. Besonders, weil der Rest so weit weg ist. Andererseits sind sie halt auch... Ja, sind drei. Die Bondoctors sind auch drei. Jetzt sind sie vier. Allerdings, ja, der Doom ist noch relativ weit entfernt. Das könnte nicht so toll werden. Exorcism wurde gelöst. Jetzt geht's alles oder nichts. Das sind Mega-Creeps. Und das sollte auf gar keinen Fall für die Bondoctors passieren, sonst ist das Spiel hier auf jeden Fall vorbei. Netherwatch steht draußen. Jetzt stehen sie relativ weit zusammen. Allerdings können sie da nicht rein. Sie sind auch relativ low. Deathwatch steht. Allerdings, oh, unterbrochen. Kein, ja, nichts unterbricht es. Ah, der Damage, glaube ich nicht, dass er reicht. Reicht für die Windranger. Allerdings ist jetzt Doom da. Doom ist raus. Der Einzelne erlebt wurde gedoomt und er muss sich zurückziehen. Rex sind down, Mega Creeps für die Warrior Bees. Das sieht nach einem GG aus. 36 Minuten in. Würde ich auch nicht sagen, dass da gegen Mega Creeps defended werden kann. Erste T4 ist auch schon down. Warrior Bees machen sich hier in der Basis von den Bondoctors gemütlich. Und das sollte Spiel 1 gewesen sein. Schön runtergespielt von den Warrior Bees, allerdings sehr schöne Engages von Bondoctors. Und ich glaube, hätten sie da den Vorteil nicht so ein bisschen abgegeben. Sie hatten halt das Early Game. Lief doch relativ stark in favor of den Warrior Bees. Sie haben da doch den Farm-Vorteil rausbekommen und alle drei Cores waren mehr gefarmt als die Bondoctors-Cores. Obwohl in Kills immer noch Bondoctors vorne sind. Und ich glaube, das war der Ausschuss, dass die Teamfights und so dann doch was Rapy gekauft. Und na gut, ein bisschen angeben noch, ja. Das, glaube ich, war der Ausschlaggebende. Dass die Warrior Bees hier nicht zu stoppen waren. Von daher in Game 2 schauen wir mal, ob ja, hier Bondoctors im Early Game mehr farmen kann und dementsprechend verhindern kann, dass die Warrior Bees in Gold und im Push auf jeden Fall Überhand gewinnen. Bis dann auf, ja, bleibt da! Ups. Achso, falsche Lobby.
Falsche Lobby hier. Okay, dann warten wir mal auf die Lobby, die hier rauskommt. In the meantime, nichts. In the meantime kann ich doch mal gucken, ob ich doch meinen Audio-Block hinbekomme. Nein. Don't mind me. Audio-Mute-Toggle. Hoppala. Was? Das sollte eigentlich nicht passieren. Was ist das jetzt hier? Nee. Okay, ich spiele noch ein bisschen mit Hotkeys rum. Wie gesagt, das, ihr seht unten in den Comments, wann Spiel 2 losgeht. Von daher braucht euch hier nicht mit mir rumzuarbeiten, rumzuärgern. Bis Spiel 2 online kommt. So, und jetzt sind wir wieder live zum Spiel 2. Bone Doctors gegen Warrior Bees im Star Cloud League. New Star Tournament in den Playoffs. Im Achtelfinale hier. Um einen Platz im Viertelfinale. Logischerweise nach dem Achtelfinale gab es das Viertelfinale. Warrior Bees haben das erste Spiel quasi überzeugend gewonnen. Hatten am Anfang einen Vorteil bekommen. Hatten durch ein paar strategisch bessere Trades den Vorteil bekommen und haben den nie wieder aufgegeben. In Death Prophet, die konstant gepusht hatte, waren sie eigentlich immer in der Überhand. Bone Doctors haben sehr schön gegengehalten, aber konnten im Endeffekt dann doch nichts machen und mussten sich im ersten Spiel nach dem kompletten, nachdem sie Mega Creeps nach 36 Minuten bekommen hatten, geschlagen geben.
Aber in Spiel 2 kann das noch sich ändern. Und daher bin ich gespannt, Bone Doctors, ob sie jetzt hier Death Profit bannen oder ob sie jetzt ja, eine andere Strat fahren, andere Heroes, oder ob sie einfach nur hoffen, dass die Landing quasi besser funktioniert. Wenn ihr auf jeden Fall wieder liken, Rare Bands wieder Viper, vielleicht kommt hier wieder Razor und Brewmaster. Mal schauen. Na gut. Bin ich hier nicht zu hören im Draft? Das gibt's ja nicht. Na, ja, hoffentlich nicht. Na, ja, hoffentlich nicht. Bla bla. Bla 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 bla. Bin ich zu hören? Bin ich zu hören? Will ich zu hören. Citerio. Okay, wenn er mich nicht hört, ist es entweder ein Bug von ihm. Oder auch nicht. Dann spiele ich mal ein bisschen hier rum. So, jetzt werde ich jetzt zu hören. Jetzt zu hören. Jetzt zu hören. Scheint nicht so der Fall zu sein. Jetzt zu hören, jetzt zu hören. Jetzt. Jetzt. Na, shit, okay. Okay, ich weiß es nicht, ob es nur einer ist, der mich nicht hören kann. Oder ob es hier alle seid. Naja, gut. YouTube-Video ist schon zu hören. Aber der Ingame-Chat könnte ein bisschen durcheinander sein. Na gut, okay. Er reconnected mal, vielleicht liegt es auch an ihm. Anyway, wir haben dieses Mal einen Doom von der Seite von Rare Beast gebannt. Und Bone Doctors picken sich jetzt hier Void Pugner. Und versuchen mal, ob sie daher, ja, ob sie damit besser fahren. Skyrath Mage Razor wird dagegen gepickt. Sehr starke Combo. Also, nein, nicht sehr starke Combo, sondern Skyrath Mage als quasi Konter gegen Void so ein bisschen. Nein, nicht als Konter. Ja, ein Silas, mein Gott. Aber Razor so ein bisschen wegen dem Link. Auf jeden Fall auch sehr gute Laner. Wenn jetzt wieder einer von beiden Teams aggressive gehen will, hat er auf jeden Fall Razor eine super Lane. Wenn er auf die Safe Lane geht, beziehungsweise auf die Solo Lane und sie aggressive gehen. In der Mitte hat er aber auf jeden Fall so auch eine schöne Zeit und ist ein sehr, sehr starker Hero. Muss man dazu sagen. Gut, gebannt Earthshaker, Nature's Prophet, Splitpush würde verhindert werden, diesmal kein Tinkerbann. Ja, und AA Witch Doctor hier raus. Witch Doctor dürfte die Bone Doctors relativ drücken, klicken, klicken, genau. Treffen, denn Signature Hero und so. Schade, schade. Na gut. Wraith King auf jeden Fall ein sehr starker, wenn er als Carry gespielt wird, aber auch als Support sehr stark, besonders mit dem Void, denn er kann einfach mal die Krone überleben. Also, ja, technically nicht ganz überleben, aber danach wieder leben. Gut. Tja, die Bone Doctors. Jetzt brauchen wir eine Kombo mit dem Void. Und brauchen entweder mehr Push. Tatsächlich wäre die Death Prophet hier eine gute Idee. Mitte ist noch frei. Gegen Void ist es eine sehr gute Kombo. Und es hilft auch mit dem Push von Pup, ne? Ne, wir ist hier tatsächlich eine Idee, die Death Prophet zu picken. Und sie gehen mit dem Batrider. Interessant.
Wallabies könnten jetzt hier direkt die Venge picken. Die hat im letzten Spiel sehr gut funktioniert. Und auch sehr super gespielt. Vom Captain. Und, ja. Allerdings, ja, jetzt bin ich durcheinander, weil, immer diese ganzen Rumschreibereien hier während dem Casten. Konzentration, dammit! Konzentration. Ja, andererseits passiert ja auch nicht viel. Warriorbees müssen sich entscheiden, was sie mit Batrider machen. Haben gute Control, jetzt müsste halt nur noch der Damage rauskommen. Klar, Pugna ist Damage. Aber, ja, irgendwas, was dann halt auch Raschinen-Damage fährt. Mal gespannt, für was für ein Hardcarry sich hier auf jeden Fall entscheiden werden. Wahrscheinlich ist es Festes Void, weil Batrider dann auf die Offlane geht. Venomancer. Haben sie sich entschieden, wie sie damit kämpfen können? Okay. Ja. Es sind relativ squishy Heroes, muss man dazu sagen, für Bone Doctors. Und gegen Batrider sind auf jeden Fall die Venowards sehr gut. Denn sie können den Scouten und den Blinkdagger disablen für eine relativ lange Zeit. Und da ist es hier nicht übel für den Venomancer. Sagen sie sich hier, okay, wenn die Initiation kommt, ist es zu spät. Wir wollen vor der Initiation schon die Initiation verhindern. Und nicht counter-initiate mit einer Venge oder mit einem Abaddon. Und daher muss halt allerdings auch die Vision durch die Wards sehr gut sein. Und der Batrider muss, ja, muss halt auch getroffen werden. Von daher bin ich gespannt, wie sich das Ganze in der Praxis dann auswirkt. Es könnte allerdings sehr gut für die Warriorbees sein. Sie haben hier doch ein relativ zoning Lineup. Sowohl mit dem Plasma Field können sie Batrider scouten, als auch mit den Wards. Wobei im Wards technically mitten in den Bäumen so ein bisschen Problematik wird. Und der Ruig von Bondock, das wird hier gepickt. Scareth Mage hat schöne Skills. Razor auch. Auch wenn der Link vielleicht auf Ruig nicht so perfekt ist wie auf anderen More Attack Speed Carries. Wraith King ist schön, man steht halt immer den Stun. Und Venomancer hat auch sehr schöne Skills zum Stealen. Allerdings ist nicht so was Großes dabei, so ein Black Hole oder sowas. Tja. Tja, okay. Ich bin nicht zu hören. Ich bin nicht zu hören. Blöd. Schau ich mal, ob ich mir die Push-to-Talk anwenden kann. Und versuche das halt mit meinem Push-to-Talk hier zu machen. Bin nicht sicher, ob das hier funktioniert. Aber vielleicht bin ich jetzt zu hören. Keine Ahnung. Vielleicht ist es halt entweder das Open Mic, was buggt, oder es ist generell der Ton. Kann beides sein. Werde ich an. Warriorbees hatten hier den Invoker noch gebannt, was ich bei Bone Doctors tatsächlich für eine coole Mitte gehalten hätte. Centaur wurde gebannt, da sie dachten, das ist noch eine Offlane. Allerdings gehen sie wieder aggressive. Und es könnte Scareth Mage Mitte sein, es könnte auch ein Shadow Charm Mitte sein, es könnte auch ein Velo Mitte sein. Drei Supports, wir werden sehen, was davon der Core wird von Warriorbees. Shadow Charm spricht auf jeden Fall ein bisschen mehr für Push. Wir brauchen halt irgendwas zum Pushen. Klar haben sie Razor, aber der wird erst später online und sie brauchen halt am Anfang schon was, um ein paar Tower schnell zu nehmen. Und OD von Bone Doctors. Das ist interessant. Schon lange nicht gesehen. Es verhindert auf jeden Fall, dass Scareth Mage oder Shadow Charm in die Mitte geht. Von daher wird es wahrscheinlich ein Veno oder ein Razor in der Mitte gehen. Und wir werden sehen. Okay, Push and Talk funktioniert nicht. So, Open Mic ist jetzt wieder an. Ingame bin ich jetzt auch zu hören, weil ich das Icon sehe und dementsprechend ziemlich sicher bin, dass ich Ingame zu hören bin. Was mir, glaube ich, gleich bestätigt werden wird. Aber gut. Schauen wir mal, wie es gelaint wird hier von den Warriorbees. Wir haben VFK,
der Team-Captain, der letztes Mal Support war, wird diesmal auch einen Support Wraith King spielen. Razor, gespielt vom Decoy, wird hier nach unten gehen und wahrscheinlich kein Decoy sein, sondern the real thing sein. Morogu auf dem Stand-In ist letztes Mal offline gegangen, wird diesmal einen Venomancer Solo-Lane machen. Und Sega Mega Drive auf dem Shadow Charm wird... Wait. Okay. Wird wahrscheinlich die Mitte machen, ist auch zum Blocken da, genau. Und als letztes Support würde Crash mit dem Skywrath Mage wieder übernehmen und mal schauen, ob sie unten bleiben und hochrotieren. Bis jetzt ist es noch nicht zu sehen. Wollen nur, dass ich mir nicht sicher bin, was sie jetzt tun. Okay. Wir haben Waterlot auf dem Faceless Void auf der Offlane bei den Bone Doctors. Tomahawk in der Mitte. Mitte auf dem Batrider. Okay. Und Carry OD für Zalok, Fever und Seeker auf dem Rubik und dem Pugner Support. Mal wieder. Somit tatsächlich nur der Rubik vom letzten Lineup. Da allerdings würde ich mal das Lineup als ähnlich einschätzen. Wie voriges Mal. Wir haben halt. Ja, andererseits auch nicht. Okay. Neues Lineup, neues Spiel. Und ich bin gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Okay, und es scheint ein Aggressive Tri-Lane von den Warrior Beasts zu bleiben. Was dem Faceless Void, glaube ich, relativ gut passen würde. Allerdings ist die Frage, wie viel Regen er hat. Geht so Regen. Warrior Beasts versuchen die Mitte. Ja, versuchen sich an der Mitte. Allerdings ist die Lane nicht so optimal dafür. Allerdings steht der Batrider auch ziemlich optimal für den Gank. Das sollte ein First Blood gewesen sein. Da der Damage doch definitiv reicht. Allerdings kriegt der Wraith King den Return Kill. Batrider kriegt den Kill, allerdings nicht die XP. Und ja, die Trailer hier unten kann er erstmal so ein bisschen aggressiver spielen. Allerdings kommen die Supports jetzt zurück. Findet natürlich eine Regen-Rune, das ist sehr praktisch. Die wird aber vielleicht secured werden. Ja, okay, sie lassen sie da. Denn sie wissen, die Tri-Line hier unten ist relativ gut gebunden. Da wird niemand die Regen holen gehen. Wenn ja, sehen sie es hier und werden einen Go machen und wahrscheinlich zwei Kills abholen. Die Mitte. Okay, Batchrider versucht jetzt doch die Rune zu holen. Okay, setzt den Ward, sieht die Regen, sieht, dass er es nicht braucht. Sinnvoll, ja. Razor hat 14 Damage gestohlen. Naja, nicht so viel. Und wir schauen mal auf die Top-Lane. Okay. Venomancer kann doch relativ gut den rausharrissen. Hat auch hier versucht es mit Plague Walls und Poison Sting. Definitiv eine gute Taktik. Besonders auf einer Solo-Lane. Allerdings, Last Hits sind sie beide noch ganz gut dabei. Das kommt aber drauf an. Die Hälfte von. Fast die Hälfte von Regen vom Faceless Void ist nach knapp 2 Minuten schon weg. Von daher, ja, technically ist die ganze Regen weg, wenn er wieder auf vollem Leben ist. Von daher könnte das gleich ganz schnell ganz anders aussehen. Oh, D-Ward direkt von den Supports. Haben hier gesehen, dass der Batrider hier hinkam, haben wahrscheinlich auch die Ward gesehen hier. Und es war halt relativ offensichtlich, wenn er hier hingeht und wieder zurückgeht, wo die Ward gesetzt wurde. Auch wenn sie nicht vielleicht geguckt haben, ob die Ward vorher da war und nicht da war. Gut. Rune wurde rechtzeitig gepickt, damit oben Shadow Shaman sich eine Double Damage Rune holt. Das kann zusammen mit dem Chicken relativ gut laufen. Allerdings reicht es auch einfach der Spam hier aus, um da viel rauszuhalten. Vielleicht wäre OD dahingehend auch besser in der Mitte gewesen. Vielleicht haben sie aber auch eher mit dem Razor in der Mitte gerechnet. Faceless Void wird hier relativ weit rausgezoned. Ja, hat aber hauptsächlich hier erstmal die Creep Wave da. Kann in Ruhe Last hitten. Fällt aber auch noch nicht so wirklich zurück in den Last Hits, was sehr positiv für ihn ist. Die Mitte ist, ja, relativ stark in Favor auf dem Shadow Shaman, der ein relativ cooler Midlaner ist, solange er halt nicht gegen diese quasi guten Midlaner ist. Und Go wird hier gemacht. Allerdings direkt Defensive Astral, um jede mögliche Re-Engage zu verhindern. Allerdings war auch in dem Sinne nichts da. Beide Supports haben ihre Stunts geworfen und Razor war meilenweit hinweg. Bin auch gespannt, ob was Razor geht. Hat jetzt bisher 1-1-1 geskillt. Ist ja die Frage, ob er Plasma Field für Maximum Harris benutzt oder ob er doch Static Link nimmt und dann im Endeffekt bei einer Chase die Lane runter, hier so wupp, da den nötigen Damage hat. Bin mal gespannt. Beides könnte relativ gut sein. Allerdings muss man da doch immer gucken. Die Astral könnte sehr viele Kills verhindern, wenn sie einen Stun dodgt oder sowas. Besonders jetzt, ja, Level 2 ist es immerhin noch. Das heißt, es ist jetzt eine 2 Sekunden Duration.
Ist genauso viel wie ein Stun. Aber, ja. Den Damage vom Plasma Field könnte es auch blocken. Razor wird jetzt das Level hochgehen. Mal schauen, wie das aussieht. Buckler schon, aber schon für ein OD. Mit 11 Last Hits, okay. Fällt doch relativ weit zurück. Ja, Faces Void hat bald seine Regen weg. Hat aber doch noch ein paar Last Hits. Muss man dazu sagen. Okay, Razor skillt, okay. Max Plasma Field ist, glaube ich, die gute Entscheidung. Andererseits könnte es durchaus Kills verhindert werden, wenn ein gutes Astral sitzt. Ja, und außerdem wird er wahrscheinlich relativ wenig Mana haben für das Plasmafeld. Muss man auch dazu sagen. Denn ein Astral Spam ist natürlich auch blöd auf der Lane. Von daher könnte das auf lange Sicht hier, wenn die Astrals höheres Levels werden und ja, langsam gestackt bleiben, sich dann doch langsam in Favor auf Bone Doctors auswirken. Ruby geht hier zurück, versucht wahrscheinlich den Pull hier zu machen. Ist dafür allerdings ein bisschen zu spät. Allerdings haben sie auch nicht nur das Pull-Cap, das zwar geblockt ist, aber halt immer noch das erste ist noch übrig. Damit könnten sie auf jeden Fall einen Doppelpull machen. Wäre jetzt natürlich toll, allerdings wissen sie natürlich nicht, dass die Supports gesmoked in die Mitte kommen. Ich schätze mal, dass es die Mitte ist. Ja, Rubik wird hier den Pull machen. Sollte es wahrscheinlich auch machen. Kriegt hier den Pull. Oh, es könnte aber ein bisschen früh sein. Ah, ne, es passt genau. Okay, schöner Pull hier. Und die Mitte wird gesmoked. Batrider ist sehr, sehr weit zurück. Auf jeden Fall sinnvoll, hat wahrscheinlich hier mitbekommen, dass die Supports rotieren. Und die Lane ist auch relativ gut für ihn hier. Allerdings wird er jetzt gegolden, muss Firefly. Und kommt weg. Keine Vision mehr da. Chrono. Stimmt, 5 Minuten 50. Chrono ist da. Versuchen den Wraith King down zu bekommen. Und mit dem Flamebreak kriegen sie das doch down. Schöne Rotations hier. Rubik war zufällig verborgen in der Mitte. Könnten ihr eventuell den Shadow Charm bekommen. Oh, und der Shadow Charm kriegt Double Kill. Kriegt die letzte Erfahrung nicht mehr ganz. Aber Double Kill für den Shadow Charm, das war doch nicht so gut. Wards nach 6 Minuten machen einen extrem krassen Damage. Sollte hier auch aufpassen, dass er nicht zu weit down bekommt, weil er hat noch ein paar Flares übrig und auch der Wraith King ist noch da. Wenn er einen Stun unter den Wards bekommen hätte, wäre das wahrscheinlich auch ein Kill. Wir müssen ja aufpassen, dass sie durch die Wards bekommen vielleicht nicht zu weit nach vorne gehen, um die Wards auf Teufel komm raus abzufarmen zu können. Sollten hier vielleicht auch ja, besser auf die Tower-Schüsse achten. Und Venomancer holt sich in der Mitte den Tower. Sehr schöner Pusher mit Level 4 Wards. Ja. Bone Doctors könnten schön reagieren. Die Frage ist halt, ob es immer so perfekt läuft dafür. Ich bin mir nicht ganz sicher. Strategisch gesehen, weil er hat sich der Gank sehr gut gelohnt. Wir haben in der Mitte gute Hits bekommen, haben guten Tower-Damage gemacht und haben halt auch besonders oben den Venomancer sehr viel Space gemacht. Der hier doch sehr viel Druck aufbaut. Schöne Krone, muss man sagen. Gut rotiert. Die Frage ist halt, ob die Rotation selbst nicht schon Nachteile gebracht hat für Bone Doctors. Ja, die Grafen sind im XP ein bisschen im Warrior Bees Vorteil. Was wahrscheinlich daran liegt, dass die Supports mehr smoken waren. Dementsprechend mehr Solo-XP und auch ein paar Kill-XP auf den Supports war es. Im Gegensatz zu Spawn, die halt auf der Lane gesessen haben, bis sie dann TP'en mussten. Gold natürlich auf Seite von Warrior Beast, denn sie haben einen Tower. Und das First Blood. Und farmen generell besser. Wir sehen hier Last Hits, Denies. Warrior Beast farmen dieses Mal noch viel extrem besser als im letzten Game. Ja, Deny hat nicht ganz gepasst vom Batrider. Ich weiß nicht, ob der Batrider in der Mitte irgendwas bekommt. Ist sehr, sehr weit weg von seinem Blink-Dagger. Hat noch nicht angefangen, dafür zu sparen. Hat keine Stacks im Dschungel. Gar keine. Das ist bitter. Hat hier die ersten abgefarmt, aber nicht mal komplett. Das sieht sehr, sehr schlecht aus für die Bone Doctors. Mitte Batrider sollte so langsam seinen Blink-Dagger zustande bekommen. Also ja, nicht 8 Minuten. Aber halt, das Problem ist halt auch die Akkuschrei-Lane. Wäre die Akkuschrei-Lane nicht gewesen, hätten die Supports blocken, ja, stacken können. Hätten vielleicht, ja, hätten auch wesentlich mehr XP und Gold bekommen, einfach dadurch, dass sie hätte pullen können. Und der Void hätte trotzdem oben seine Levels bekommen. Vielleicht nicht Level 8 nach 8 Minuten, aber das ist nicht wirklich relevant gewesen jetzt hier, um, ja, dass er jetzt hier Level 8 ist. Von daher weiß ich nicht, ob Warrior Beast das so gewollt haben, auf jeden Fall hat sich das sehr, sehr gut ergeben. Okay, Blink, Alter, auf dem Shadow Charm. So sollte, hätte es eigentlich funktionieren sollen. Springen hier rein, kriegen direkt die Shackle darauf.
Schöne Astral, aber es sollte nichts. Ja. Britzel macht der Sega Mega Drive Shadow Shaman und holt sich den Kill. 3:1 für den Shadow Shaman. Ja, nach 9 Minuten Blink Dagger und Arcane Boots hat. Das sollte ein Snowball werden, der nicht so einfach ja, zu stoppen ist. Finden hier den Wraith King. Die Frage ist halt, ob sie ihn down bekommen. Machen halt Chrono und ja, kommen halt dann, sind so weit finden, dass sie nicht mehr auf die Chrono dann goen können. Rubik kann auch nicht so viel machen. Kriegen hier den Wraith King, der noch nicht Level 6 ist. Könnten hier eventuell einen Razor bekommen. Allerdings ist der wahrscheinlich zu schnell dafür. Firefly hält noch. Allerdings, ja, jetzt ist der Veno da. Shadow Shaman ist vielleicht ein bisschen weit vorne, ne? Hat aber jetzt seine Wards und kann sich dahinter verstecken. Batrider wird sogar noch gecleant, dadurch, dass die Gale getroffen hat. Oh, schöner Surround hier auf den Rubik. Ulti trifft zwei. Shadow Shaman konnte jedoch noch einen snacken. Blink TP. Muss hier zurück TPen. Könnte am Fountain sterben. Ne, stirbt nicht ganz. Und OD ist ganz alleine hier und ja, wird gegoat. Sollte down hier gehen. Hat zwar keinen Mana mehr am Shadow Shaman, aber der Damage reicht. Und sie haben auch die Creep Wave. Haben alle Zeit der Welt. 7:6 für die Warrior Bees. Es steht 6:7 tatsächlich nur. Aber so wie die Fights laufen, sehe ich einen großen Vorteil für die Warrior Bees, den man ja, im Score nicht so ganz sieht. Und es sollte sehr, sehr schwer werden, hier für die Bone Doctors wieder zurückzukommen. Knapp 8, 9k Gold nach 10 Minuten. Das ist bitter. Sehr, sehr bitter. Batrider hat es halt keinen Impact, weil sie spielen von so weit zu hinten, dass, ja, dass sie da nicht so weit rankommen. Ein Blink Dagger Force Staff könnte hier was tun, allerdings Blink Dagger Force Staff dauert noch mindestens 10 bis 15 Minuten. Ohne Stacks im Dschungel noch wesentlich mehr. Beide Stacks sind hier noch auf Loam Creeps. Die müssten definitiv mal gecleant werden. Batrider braucht Space und ich sehe nicht, dass die Warrior Bees den Bone Doctors diesen Space gewähren. Faces hat ein bisschen, Space oben. Ja. Die Frage ist nur, wie lange noch. Invis-Rune für Skyrath Mages könnte einen Kill irgendwo bedeuten. Roshan wird gepinkt von den Warrior Bees. Und ja. Mit den Wards haben sie dann den genug Damage, um Roshan zu machen. Haben die Faces wohl hier oben mit der Invis-Rune gesehen. Gucken jetzt erstmal, okay. Keine Rotations. Andererseits können sie den Void wohl auch nicht alleine töten, der Skyrath Mage, denn der Rest macht halt Roshan. Pinks kommen aus, auch von dem Bondoklos, das hier wahrscheinlich Roshan alles. Außerdem haben sie natürlich hier durch die Rotations gesehen. Können allerdings natürlich nichts dagegen tun. Besonders mit den Wards, wenn man da definitiv nicht reinspringen. Chrono wäre schön, ja. Allerdings, ja, ist die Chrono physikalisch etwas weit entfernt. Nämlich 9.001 Meter. Over 9000 Meter entfernt. Ja, Aegis für den Razor und ab durch die Mitte. Sieht so danach aus. Ja, 5-Man-Action, ab durch die Mitte. Wards sind auf Cooldown, on Cooldown, aber mit der Aegis glaube ich, dass sie einfach überrennen können. Shadow Shaman blinkt rein, findet irgendjemand, wird jetzt hier wahrscheinlich, ja, Batrider finden. Zack. Ist gestunt. Mass Rotations kommen. Jetzt sind sie alle übereinander. Veno Ulti auf 3. Sehr schön. Ja, trifft 2. Trifft 3. Aegis gepoppt, tatsächlich. Bisher 1:0 für die Bone Doctors. Batrider ist low. Hammer ist gedroppt. Direkt Mecha und nichts gebracht. Okay, tatsächlich 1,5 Kills für die Bone Doctors. Es lief relativ gut. Und da sind die Warrior Bees wahrscheinlich ein bisschen zu weit gedived. Also wenn es heißt, von hinten in die Kirchen kommen sie, allerdings sind jetzt die Ultis alle down. Und jetzt können sie das tun, was sie am besten können. Nämlich, ja, reinblinken und Overextending Heroes Pick offen. Tatsächlich war der OD, der hier am Tower stand, Overextending. Und, ja, haben sie direkt natürlich ausgenutzt mit so vielen Blinkdaggern. Okay, mit einem Blinkdagger. Und sich das direkt zu snacken. Die Wards stehen, der Tower ist tot und die nächste Rotation wird, weiß ich nicht, wahrscheinlich unten sein, um zu deffen. Könnte aber auch oben sein, weil sie da vielleicht den Faces Void abstauben können. Könnte auch wahrscheinlich das Gareth Mage solo machen.
Allerdings natürlich Shadow Shaman auch. Es sieht schlecht aus für die Bone Doctors und ja, starke Lanes, muss man dazu sagen, von den Warrior Bees. Und auch stark die Twilane gespielt. Shadow Shaman in der Mitte hat sich super ausgezeigt gegen Batrider. Ist halt auch ein Matchup, der sehr auf Harris von Shadow Shaman basiert. Und Batrider jetzt keiner ist, der so gut mit Harris umgehen kann. Na gut. Aber wenn sie gute Smokes und gute Engages bekommen, sie haben mehr Teamfight als die Warrior Bees. Von daher sehe ich noch nicht alles verloren für Bone Doctors, aber es wird verdammt haarig, hier noch zurückzukommen. Besonders wenn es weiterhin so 5-Man geht. Goldvorteil ist jetzt bei 12.000 XP-Vorteil, ist halt auch schon relativ weit vorne. Von daher, es geht auf Ultis. 45 Sekunden noch für Sanity's Eclipse. Für den sogenannten Hammer. Aber der Rest ist online. Chrono ist auch online. Die Frage ist halt, ob sie genug Damage haben. OD hat noch, ist noch nicht so hohes Level, dass er anfängt, seinen Orb zu skillen. Und damit fehlt er hauptsächlich Dreier Chrono. Das könnte relativ gut sein. Stun kommt hier raus auf den Void. Ah, Chrono. Oh, ja, das könnte übel sein. Wow, alles geht durcheinander. Wir haben den Venomancer Gale auf allem. Alle werden jetzt langsam down. Wird ein bisschen geturnt. 1 zu 1 steht in der Trade, aber so langsam kommen hier alle down. Sir Waterlord kriegt noch den Venomancer down. 3 zu 1. Allerdings poppt jetzt hier gerade jeder. Ja, noch nicht ganz. Allerdings zum Beispiel dieser. Oh, Stick Charges. Okay. 4 zu 4. Der Trade. Alle low. Und ja, gegen Ende stirbt jeder. Ungefähr so kann man es hier auszögern. Das Problem ist halt, Warrior Bees kriegen den Tower dafür. Okay, Pugna ist wieder da. Kann deffen hier. Und vielleicht kriegen sie doch nicht den Tower. Man hat gesehen, Bone Doctors können fighten. Der Goldvorteil bedeutet einiges, aber nicht alles. Kriegen auch immer sehr, sehr gute Chronos. 3 Hero Chrono war das jetzt. Mit einem relativ späten Stun erst vom Skeleton King. Von daher war halt wirklich gut die Zeit genutzt. Und ja, auch festes Void mit der Mask of Madness macht sie langsam den großen Damage. Haben auch mit dem Aetherblast und dem Fatebolt Firefly und einem Flamebreak, der hier gemaxt wurde, im Gegensatz zu dem Sticky Napper, dann doch den genügenden Burst Damage, um die Leute in der Krone schnell zu töten. Blinkt der gerne nach 17 Minuten. Wenig, aber es ist ein Anfang für den Comeback. Und wir werden sehen, wie sich das hält. Aggressive Warding von den Bees. Ich glaube, auf jeden Fall für die Siege hier wird sich das noch als sinnvoll erachten. Andererseits, wenn die Bondoctors hier stehen, vielleicht auch nicht. Aber wird man sehen. Das Problem ist halt, auch Batrider ist gut, ja. Die Frage ist, wenn sie im 5-Man-Lineup ist, ohne einen 4-Staff, ist es halt schwierig, einen Batrider wirklich effektiv in 5-Man reinzugehen. Jetzt, allerdings, gerade wäre das sehr gut gewesen. Allerdings haben sie natürlich auch keine Vision. Die Vision ist halt relativ beschränkt. Und sie wussten nicht, wie viele dahinter waren. Können halt schnell Blink into Blink Hex vom Shadow Shaman, sollte halt jede Initiation vom Batrider relativ schnell beenden. Genauso, wenn auf den Shaman gegoat wird. Ja, haben wir natürlich den Wraith King, der schnell einen Stun werfen kann. Oh, schönes Flamebreak hier. Sollte den Wraith King bursten, der aber ein Ulti hat. Und Pugna ist jetzt out of position. Allerdings Blink hier rein. Void, Buyback. Chrono kriegt er nicht raus. Dieback vom Void. Das ist huge. Veno-Ulti auf allem. Werden jetzt hier gechased. Gehen jetzt hier down. Blink könnte, sollte auf cooldown werden. Da wird jemand greedy. Aber zu Recht. Pritzel. Teamwipe für die Warrior Bees. Und damit, glaube ich, ist der Zug für die Bone Doctors abgefahren. Das könnte das GG bedeuten. Es sollte mich auf jeden Fall ein Tower bekommen. Die Wards sind zwar nicht on cooldown. Die Wards sind auch on cooldown, so rum. Kommt das Agas hier angeflogen? Ah, ne, okay. BKB erstmal für Skyrath Mage? Okay. Weiß jetzt nicht ganz, aber GG kommt raus für den Bone Doctors. Sehen ein, das ist nicht mehr machbar. Nach dem Teamfight haben sie ein bisschen die Motivation verloren. Haben gute Teamfights noch machen können. Allerdings
ja, war hier nichts zu machen. Super runtergespielt von den Warrior Bees, die in der Laning-Phase einen Vorteil sich rausgespielt haben, den sie da nicht mehr, wo die Bondogs nicht mehr zurückkommen konnten. Das wrappt es ab. Warrior Bees sind weiter, Bondogs sind raus. Achtelfinale im Playoff in der Starcloud League. Ist auf jeden Fall schon mal eine sehr schöne Leistung hier. Kratz in die Bondogs. Und Warrior Bees wünsche ich weiterhin viel Erfolg bei der Starcloud League. Und hoffe mal, dass sie auch im Viertelfinale da weiterkommen. Denn so wie sie bisher gespielt haben, ja, haben sie auf jeden Fall die Chance für viel mehr. Ich war Sister Son Dota, at Sister Son Dota und Sister Son in meinem YouTube-Channel. Könnt ihr mich ja besuchen können, wenn euch das hier gefallen hat. Ich sag auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.